In Frankreich haben die Behörden damit begonnen, Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu ergreifen. Drei Fälle wurden bestätigt, zwei in Paris und einer in Bordeaux. Die Stadt sagte die geplanten Feiern zum chinesischen Neujahrsfest ab. Sie rief Reisende auf, mögliche Grippesymptome zu melden. Jetzt beginnt die aufwendige Suche nach allen Menschen, mit denen der Patient in den vergangenen Tagen Kontakt hatte. Es sieht aber so aus, dass er keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hat oder an belebten Plätzen war. Alle infizierten Patienten hatten sich zuvor in China aufgehalten. In Großbritannien hatte es am Freitag 14 Verdachtsfälle gegeben, von denen sich aber keiner bestätigte. Wenn dieser Ausbruch so weitergeht und wir daran denken, wie stark Großbritannien vernetzt ist, dann ist klar, dass wir auch noch echte Infektionen entdecken werden. Wie in vielen anderen Ländern auch, gibt es in Großbritannien verstärkte Kontrollen an den Flughäfen. Mediziner suchen auch nach etwa 2000 Menschen, die in den vergangenen Wochen aus China kamen, um bisher unentdeckte Infektionen aufzuspüren.